Hallo, der kleine Spectator für euch irgendwie gewonnen und willkommen zurück zu Crusader Kings. Der hat mich als Dynastieoberhaupt der derer von Satan-Dynastie ersetzt. Why? Ach, weil er jetzt gerade in diesem Moment mehr Truppen hat als ich. Ich finde das echt grenzwertig. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Ich bin das Original-Oberhaupt derer von Satan. Da gibt es nichts dazwischen. So, wir müssen hier ein bisschen... Meine Katze hat mir schon wieder Schriftrolle zu Füßen gelegt. Mein Onkel König Attilo ist ein Bastard. Beziehungsweise hat fragwürdige Herkunft. Prinz Marco, okay. Der interessiert nicht. Also wir wollen das da erobern. Okay, die greifen uns an. Das ist dumm von denen. Aber sollen sie ruhig. Gibt uns nämlich Prozente. So. Wir haben uns dadurch auch ein Artefakt angeeignet. Nämlich die Krone von König Ludwig, was gut ist. Weil der hat selbst danach gefragt. Der andere Krieg wurde verloren, aber das ist mir nicht so wichtig. Bei denen habe ich versucht zu helfen, aber die haben es halt verkackt. So, wir haben 100%. Forderung erzwingen. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Ihr seid alles Wichser. Und damit ist diese Fraktion aufgelöst. So wie sie es von vornherein hätte sein sollen. Ach so, man will jetzt das Artefakt zurück, ja. Wandteppich von König Ludwig. Den habe ich ja nicht ausgestellt, ne? Wandteppich hier habe ich sowieso viel zu viel. Gibt in dieser Kunst? Nein. Nimmt das komische Artefakt. So, wir können Kriegerorden gründen, allerdings immer noch nur in Ostia und das wollen wir nicht, weil das ist unsere einzige Stadt, die wir haben. Ja, wir können Zahlungen verlangen. Die bezahlt 1. Sie würde eigentlich 10 bezahlen. So, okay. Ja, zahl mal. Der kann auch zahlen. Der hat nicht genug Geld. Der auch nicht. Der darf auch zahlen. Gefangene können Lösegeld bringen. Jawohl. Auch, also die auch. 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 Und der auch. Ihr habt alle Scheiße gebaut. Ihr dürft euch frei kaufen. Und dann geben wir ein nices großes Festmahl. Sehr gut, eine Freundschaft wieder bekommen. Wir müssen dem da ja noch Krieg erklären. Da machen wir die diplomatische Lösung. So, das ist mein Ratsspitzel. Mit dem eine Freundschaft zu haben wäre gut. Sehr gut, dann regenerieren wir jetzt kurz unsere Truppen. Machen Hof halten. Achso, wir sind jetzt schon bei einer Aktivität. Und dann werden wir den hier kurz lang machen. Da haben wir ja einen Kriegsgrund. Und dann können wir
Ich habe Papst vom versuchten Mord erzählt, das ist aber nicht so gut. Hochhalten. Da der erste auch näher. Ja, der wird eingekerkert. Ja, der Leichnam in Friedhofen verschwunden. Mein Hofarzt Sergia wurde auf frischer Tat ertappt. Ermutigte Grabräubereien ist nicht gut. Volksmeinung. Versuchen wir das. Wir sind ergebene treue Untergetan, doch unser Land ist arm. Der hätte gern die Grafschaft von Mecklenburg. Ja, mein Gott. Alle wollen sie nur das Beste von mir, nämlich mein Reich. Es ist eine absolute Frechheit. So. Und jetzt machen wir Mallorca lang. Damit ich der König von Mallorca bin. Zack. Hier alle ausheben. Der Papst erpresst mich, das ist nicht so geil. Wie alt ist der? 63, der wird sogar noch eine Weile leben. Warum erzähle ich dem auch sowas? Da, hin da. Die 616 Truppen machen wir lang mit unseren 13.000. Okay, und wir haben schon gewonnen. Forderung erzwingen, alle auflösen. Und damit können wir jetzt das Mittelmeer sichern, was wir direkt tun. Da Schlüsselinseln im Mittelmeer gesichert sind und als Wachtürme auf sie dienen, wird es Zeit, unseren Anspruch auf die Fluten zu erheben. Meister des Mittelmeers. Wir haben Flottenvorteil, Küstenvorteil, Flottentempo, Küstenvorteil, Entwicklungszuwachs, den Kriegsgrund Mittelmeereroberung vor 100 Jahre. Mit der Einnahme von Mallorca, Sardinia und Sizilien haben wir uns zu den rechtmäßigen Herrschern des Mittelmeers erklärt. Gesandte sind in allen Ecken der Erde gesegelt und haben minderen Herrschern von unserer glorreichen Leistung berichtet. Dieses Meer und alles, was es berührt, gehört uns. So einfach ist es nämlich. Wo ist dieser Vorteil? Wo sehen wir den? Ein geheimnisvolles Buch, die Katze, Feldteppich. Oh, da ist der Feldteppich. Poet. Ich sehe dieses Mittelmeerding nicht. Wo ist dieser Vorteil? Okay, wird schon irgendwo sein. Finde ich aber nicht gut, dass es nicht angezeigt wird. Söldner-Truppverträge laufen ab, das ist in Ordnung. Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt, habe ich jetzt eigentlich Mittelmeeroberung und Grafschaft? Können wir damit tatsächlich was erobern? Alles, was am Mittelmeer liegt halt. Aber Byzanz ist momentan leider wieder ein bisschen stark.
Und wir haben damit trotzdem nur eingeschränkten Zugriff. Das wenigste davon, was wir brauchen, liegt am Mittelmeer. Eigentlich nämlich sogar gar nichts. Wir können damit gar nichts erobern, was wir hierfür brauchen, um Italien richtig zu vereinen. Es ist doch eine Katastrophe. Unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten, das machen wir nicht, weil der jetzt ja leider einen Erpressungsgrund gegen uns hat. Wir können den Titel Königreich von Bayern übernehmen. Würde uns das zum Krieg wieder mitführen? Bayern? Die ist verbündet mit dem, mit Böhmen. Das sind schon ein paar Leute. Wenn ich König von Bayern bin, dann hätte ich sofort einen Grund, alles Bayerische einzunehmen, ne? Tja, aber gegen 10.000 Truppen ist halt schwierig. Wegen Böhmen, die miteinander verbündet sind. Großmähren ist momentan schwach. Ungarn hat schon allein von sich aus unendlich viele Truppen. Wir können mit einem Vasall in Byzanz ein Bündnis machen, okay. Burgund, die müssen wir natürlich auch wieder einen Krieg erklären, dafür müssen wir aber den Waffenstillstand erstmal wieder loswerden. Ja, wir nehmen hier weiter. Es bringt mir zwar nicht so viel, dieser Zweig, aber ist jetzt okay. Unser Herrscher ist 57, wir sind an sich noch ganz gut unterwegs. Unser Erbe hat einen Sohn geboren, der ist momentan krank. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hoffen wir, dass es nicht so bleibt. Aber wir sind jetzt die krassen Dudes vom Mittelmeer auf jeden Fall. Da will jemand ein Artefakt. Brosche der italienischen Kultur. Aber habe ich die nicht sogar... Ist die nicht sogar eine meiner Gegenstände? Natürlich habe ich die. Die kriegt er nicht. Warum sollte der die kriegen? Ist ja ein Witz. Bist du überhaupt? Vasalle im Königreich von Burgund? Nein. Kriegst auf die Fresse mit deinen 630 Truppen. Das kannst du haben. Das hier müssen wir auf jeden Fall zurückerobern. Diesen Fleck da. War hier nicht auch noch ein Zusatzfleck, den wir... Haben wir den inzwischen wiederbekommen? Warum? Okay. Burgund ist auf jeden Fall noch so ein Dorn im Auge. Wolfgang ist entkommen. Es ist der Fürst Erzbischof, der so oft Scheiße gebaut hat. Britannien. Britannien ist stark verbündet. Alle sind sehr stark verbündet. Man muss ja eigentlich immer so einen Moment abpassen, wo sie gerade keine Bündnisse haben und dann kann man Krieg führen. Ansonsten sieht es nämlich ganz arg schlecht aus. Italien ist halt wirklich groß, aber damit kommen halt auch andere Probleme, ne? Zum Beispiel halt Byzanz. Die mir so lange schon ein Dorn im Auge sind, einfach weil ich die Kacke da nicht erobern kann. Dieser Bereich hier dazwischen. Ich meine, ich kann natürlich wieder einen Anspruch fingieren, aber der Typ ist viel jünger als ich. Insgesamt könnten wir dem schon Krieg erklären und würden sogar gewinnen, wenn wir alle unsere Verbündeten holen.
Wir könnten dann ein gutes Stück aus Byzanz rausreißen, wenn wir es da unten wegnehmen. Der hat den Anspruch auf ein ganzes Despotat, mein Cousin. Die bringen mir in der Gesamtheit natürlich nichts, außer zukünftig quasi Byzanz zu schwächen. Aber eigentlich ist mein Hauptziel immer noch nur dieser Bereich. Es ist so schlimm, dass das so schwer ist, den Bereich da zu bekommen. Es sind halt auch insgesamt nicht wenig Gebiete. Wenn wir das so angucken, Italienverein, Gliriel. Bei meiner täglichen Verwaltung des Reichs sind mir einige Gelegenheiten aufgefallen, denen ich nachgehen könnte. Sie haben einiges Potenzial. Wir erhalten ein sehr gutes Buch, interessant. Ein uninteressantes altes Buchartefakt. Wir haben halt ein Buch. Ich könnte noch einfach 500 Gold nehmen. Ich stehe schon auf Artefakte, aber wir haben gar keinen Slot, wo wir das hintun können, glaube ich. Weil das einzig andere Buch, was wir haben, ist bei unserem Königshof hier in der Ecke. Da. Buch der Irre von Satan. Da gibt es nur einen Slot für. Oh, hier ist nochmal ein Artefakt. Slot für ein Buch. Wie man Gold verdient. Ja, warum nicht? Die ganze Zeit ein Artefakt, den ich nicht benutzt habe. Gibt auch Bonus auf monatlichen Verwaltungslebenswandel. Befriedigend. Geübt. Nein, beide nicht gut genug. Ja, genau. Ich war eigentlich dabei, Liriel anzugucken. Lirien. Und zwar sind es quasi... Ach, das da oben gehört mir, brauche ich gar nicht. Nein, das ist halt schon ein großer Bereich. So, das ist der Bereich, den ich brauche. Das sind einige Male Krieg gegen Byzanz. Klar, wenn ich jetzt Krieg gegen Byzanz führe, und nutze, dass sie momentan nicht so krasse Verbündete haben und meine ganzen Verbündeten rufe, dann könnte ich natürlich diesen Anspruch hier durchsetzen und Byzanz für die Zukunft weiterhin schwächen. Ja? Also da könnte man sagen, okay, alles, was die jetzt nicht mehr haben, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und das ist einiges, was die da verlieren würden. Allerdings auch Sachen, die mir halt wirklich nur eingeschränkt was bringen. Es wäre sicher klug, es zu tun, aber ich fühle mich nicht danach, so einen fetten Krieg zu führen, wegen so viel Stuff. Die hier nutze ich doch. Hier muss das repariert werden. Und meine Insignien, die sind wichtig. Der ist mir egal, der Streitkolben. Ketten nutze ich auch. Reparieren. Wandteppich ist mir egal. Krone der italienischen Kultur. Ist auch die, die ich nutze. Auch reparieren. Ja, der Titel Königreich von Bayern können wir immer noch übernehmen. Kostet aber 500. Hätte ich jetzt. Ich weiß halt nicht. Wahrscheinlich führt das nicht zu Krieg. Weil die halt auch nicht automatisch vasalisiert wird oder so.
Aber dass die halt mit Böhmen verbündet ist, ist halt nicht so geil. Reich verliert Land, wenn ein Vasall stirbt schon wieder. Und wo ist es? Da oben. Warum schon wieder? Man weiß es nicht. Es geht dann an Großmähren, die halt auch schwach sind, aber gegen die ich keinen Kriegsgrund habe. Böhmen ist unglaublich stark. Ungarn ist halt auch recht krass. Burgund ist schwach as fuck. Oh, Burgund ist schwach as fuck und wir haben wieder einen Grund anzugreifen. Wir können fucking ganz Burgund uns einverleiben. Vasall in unserem Reich, der bekommt dann den Titel. Das klingt nach einem lohnenden Ding. Das machen wir doch. Burgund ist schwach, wir rufen auch Verbündete. Den kann ich nicht rufen. Ja. Ja, auf jeden Fall auch. Lothringen ist ein bisschen. Ach komm, rufen wir Lothringen auch. Safe is safe. Für den Fall, dass irgendwas schief geht, passiert ja gerne mal. Na, was das schon wieder an Verschleiß kostet. Ihr werdet abgezwackt, ihr bleibt direkt da stehen. Ihr bleibt da stehen. Schön hier auch die anderen Sachen erobern. Ja, da ist die böhmische Armee unterwegs. Macht sich da unten hin auf den Weg. Ich habe halt auch immer noch. Der baut schon wieder nur Scheiße. Er ist aus dem Gefängnis entkommen und baut wieder nur Scheiße. Wir brauchen Bieden. In Größe erhöhen wir. Und die hier werden dafür abgeschafft an die Onager. Wir haben schon wieder eine Menge Ansprüche auf Artefakte erhalten. Okay, unser Höfling und mein Sohn haben geheiratet. Ratsverwalter ist gestorben. Schade, das war ein guter Dude. Der hat mir die ganze Zeit richtig viel Bonusgold verschafft. Hauptstadt erobert.
Ganz Böhmen gehört gleich uns. Aber das dann in der nächsten Folge von Crusader Kings 3. Bis dahin, haut rein.